Guck mal, ihr solltet wissen, was die Heirat angeht. Und natürlich, ich rede über Islam. Ich rede nicht über jemanden, der sowieso vom Islam nicht will. Und so. Ich rede über einen Menschen, der Moslem ist. Der sagt, Allah hat gesagt, sein Prophet hat gesagt. Unsere Eltern, wenn sie Nein sagen, viele von uns verbinden das immer direkt mit Nationalismus, mit so. Manchmal kann auch sein, dass ein Vater, jemand zu ihm kommt und er akzeptiert ihn nicht. Er sagt nicht, dass er schlechter ist, er akzeptiert ihn einfach nicht. Kam nicht eine Frau zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stellte sich vor ihm und sagte, ja Rasulallah, ich möchte deine Ehefrau werden. Er schaute die Frau an, senkte seinen Blick und er wollte sie nicht heiraten. Das heißt, er hat selber auch entschieden, ob er sie heiratet oder nicht. Ein Vater, der, und ich kann euch sagen, welch eine Frau sich verheiratet, ohne ihren Walid, ohne ihren Vater, ohne ihren Mahram, der dafür zuständig ist, ihr Nikah ist batil. Und die Gelehrten sagen, sie lebt in Sinna. Wer eine Frau, und heute haben wir solche Leute. Wallahi, vor ein paar, wie lange ist das? Eineinhalb Jahre. Komme ich von der Moschee raus, habe gerade die Khutbah gemacht, komme ich raus, zwei junge Leute stehen bei mir vor der Tür. Abu Jibril, was denn? Mein Vater, ich wollte heiraten, mein Vater hat Nein gesagt. Aber was haben sie gemacht? Ist abgehauen mit ihm? Dann haben sie bei einem Hodja die Heirat gemacht. Zwei Tage waren sie verheiratet. Ich sage, warum bist du erstmal von zu Hause weggelaufen? Eine muslimische Frau haut nicht von zu Hause ab. Egal, was für ein Druck kommt. Ja, du musst uns helfen, ich bin zu dem Vater gegangen. Aber irgendwie habe ich nichts verstanden. Warum will sie unbedingt heiraten und wenn er nicht akzeptiert und so? Sie war schwanger. Ah, natürlich. Sie war schwanger und die ist abgehauen von zu Hause. Jetzt, wo ist sie? Sie lebt mit ihrem Mann 600 Kilometer weit weg von ihren Eltern. Sie kann nicht zu ihrer Mutter, die kann nicht zu ihrem Vater. Was ist das für ein Leben? Was ist das für ein Leben? Subhanallah. Deshalb, ich sage heute, wir müssen Weisheit haben, Schwester. Und ich sage euch, es passiert immer, weil wir Haram begehen. Wenn ich heute, ich, Abu Jibril, meine Frau ist ja nicht da. wenn ich heute heiraten möchte, ja? Ich möchte heute heiraten. Wie heirate ich? Mache ich das wie die jungen Leute heute? Erstmal Internet. Fatima, Khadija, Leila, und die eine sagt, ich suche einen muslimischen Mann. Und so. Und dann zeige ich natürlich mein Bild und sie hat ihr Bild gezeigt und meine Augen fangen an zu funkeln und ich habe, und dann fangen wir an, was zu chatten. Ja? Hallo Abu Jibril, ich bin was mag sie? Ich trinke keine Cola, aber ich trinke Orangensaft. Ja, und so fangen wir an, vom Orangensaft zum Eis, dann ausrutschen und dann haben wir die Probleme. Und dann passieren diese Sachen, dass der Vater auf einmal vor einem Problem steht, der sagt dir, was ist mit meiner Tochter? Ich habe die erzogen und die, was ist denn, warum besteht die so da drauf? Und bei vielen Leuten heute, mit denen ich rede, sagt Schwester, sag mir bei Allah, wie hast du ihn kennengelernt? Abu Jibril beim Chatten. Abu Jibril, ja, guck mal, eine sagt zu mir, die ist gerade, guck mal hier, die Moschee. Normalerweise, wenn ich von der Moschee rausgehe, ich senke meine Blicke. Nein, die haben sich kennengelernt beim Rausgehen in der Moschee, aus der Moschee. Allahu Akbar. Deshalb, ich kann euch sagen, wenn ich heute heiraten würde, und Allah hat mir eine gesegnete Frau geschenkt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, würde ich Folgendes machen. Ich würde mich umschauen, ich würde fragen. Dann würde ich vielleicht eine Schwester sehen, die mir gefällt. Ich würde nicht zu ihr gehen. Und ich würde nicht mit ihr sprechen. Und ich würde nicht mit ihr telefonieren. Ich würde nicht mit ihr chatten. Ich würde direkt zu ihren Eltern gehen. Okay, ich klopfe nicht so, damit ihr keine Angst bekommt. Okay? Also, dann sage ich Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Abul Hajj, wie geht's dir so? Dann wird Tee gegeben und Kuchen und ich weiß nicht. Und dann sage ich, ich komme dann damit raus. Wallahi, yani ich habe Interesse an deiner Tochter. Der Mann guckt mich an, guckt so seine Situation, er redet mit seiner Frau, sagt, Wallah, Abu Jibril, der klopft zu schnell und zu heftig auf deine Tür, vor dem haben wir Angst, wir wollen den nicht haben. Für mich ist das Thema erledigt, weißt du warum? Der Vater hat Nein entschieden, aber wenn ich schon jahrelang mit der Schwester am Telefonieren und Eis essen und chatten, natürlich wird der Vater sagen Nein und ich werde sagen, ich will das. Und er will mir sagen, bitte, lass uns ruhen, ich will sagen, ich will das. Und das ist das Problem. Schwestern, ihr habt eine Verantwortung, genauso wie die Männer. Haltet euch an die Grenzen Allahs.
Was ist das, wenn eine Frau Kopftuch trägt und ist am Chatten? Behibbek, behibbini und scharf eich und salata. Was soll das? Was soll das? Ein Bruder sagte zu mir, ich habe letztens eine Schwester gesehen, dann hat sie mir gefallen. Habe ich falsch gehandelt? Ich sage, wie hast du gehandelt? Er hat ihm einen sagte, ich bin ihr zur Bahn, also in die Bahn, und dann hat er einen Zettel geschrieben, ich bin mich Arifmin, ich habe dich gesehen, du hast mir gefallen. Ja? Und dann, er wollte mit ihr nicht reden, weil er wollte nach Sunna gehen. Was hat er gemacht? Hat er den Zettel neben ihr geschmissen. Aber ist nicht dabei geblieben. Als sie sich hingesetzt hat, ist sie dahin gegangen, sagte, Salam alaikum, ich bin nicht Arifmin. Wer gibt dir dieses Recht? Wer gibt dich dieses Recht, zu der Schwester zu gehen und ihr? Und subhanallah, die Brüder, die so handeln, wenn er selber eine eigene Schwester hätte, er wird das nicht erlauben. Oder? Er wird das nicht erlauben. Aber mit den Schwestern anderer Eltern kann er das machen. Deshalb achtet darauf, wenn die Grenze, wallahi al-azim, eine Schwester hat mich angerufen. Da war irgendjemand, der sich für sie interessiert hat. Und subhanallah, eigentlich wollte fragen, warum sie angerufen hat. Sagte zu mir, Abu Jibril, wallahi al-azim, das, was du gesagt hast, stimmt. Sag, was stimmt denn? Sagte zu mir, wenn man die Grenzen Allahs bewahrt, hat man keine Probleme. Sagte, der junge Mann ist zu uns gekommen. Ich habe ihm weder Telefonnummer gegeben noch etwas. Er hat mit meinen Eltern gesprochen. Wir saßen zusammen, haben miteinander gesprochen. Subhanallah, es ist doch nicht zustande gekommen. Ich fühle mich gut und ich habe kein Problem damit. Hat sie gesagt, das hat mir gut getan. Achtet darauf, Schwestern. Ihr habt auch eine Verantwortung. Subhanallah. Also, Schwester hier, wenn dein Vater was dagegen hat, setz mit deinem Vater, sprich mit ihnen, versuch mit Adab zu reden. Warum, ja, Abi? Was ist mit dem? Lern ihn doch kennen. Und wenn er wirklich besteht darauf, dass es nicht sein sollte, dann sollte man vielleicht Istikhara machen und sollte vielleicht, wallahi al-azim, auch das Gesetz Allahs vielleicht akzeptieren. Vielleicht, subhanallah. Und immer Bittgebete machen. Wir haben eine gute Waffe. Wir haben eine gute Waffe. Bittgebet. Kennt ihr alle bestimmt Pierre Vogel? Ja, kennt ihr alle. Er ist ja bekannter als der Eiffelturm, ja. Der zum Beispiel, subhanallah, der hat mir gesagt, als er heiraten wollte, hat gesagt, ich habe gesucht, aber irgendwann kam die Idee, ich will heiraten. Sagte, ich machte Bittgebet, subhanallah. Und sagte, innerhalb von vielleicht einem Monat kam ein Bruder von selbst und sagte zu mir, guck mal, ich kenne eine Schwester, die möchte heiraten. Möchtest du sie nicht heiraten? Sagte, ich bin dahin gegangen, ich habe sie gesehen. Subhanallah, mein Herz war schon am Schmelzen. Subhanallah. Ja, subhanallah. Also haltet die Grenzen Allahs, werdet ihr merken, ihr werdet keine Probleme haben. Wenn ich eine Schwester von Weitem sehe und ich gehe zu ihrem Vater und er sagt mir nein, ich habe kein Problem damit. Aber wie gesagt, wenn Beziehung daraus entsteht, und ich kann euch sagen, Rasul Salam hat gesagt, man ta'ajjala shay'an uqiba bihirmani. Wer etwas unbedingt schnell haben will, ne, und die Grenzen Allahs übertritt, wird Allah ihn bestrafen, indem er ihn ausschließt von dieser Sache. Achtet darauf. Und empfindet keine Trauer, wenn eure Eltern, guck mal, jeder von uns kennt seine Eltern. Wenn du gute Eltern hast, die sich um dich kümmern, die alles für dich tun, ja? Sei nicht traurig, wenn sie vielleicht diese Entscheidung oder diese Entscheidung treffen. Es ist eine Prüfung für dich. Manchmal ist das echt eine Prüfung für dich. Subhanallah.